So, hallo liebe Leute. Tag 28 auf der 500er Karte. Welcome back. Euer S-Kicker ist immer noch am Start und immer wieder natürlich für euch sowieso. Ja, wie ihr seht, hat sich einiges entwickelt in der Zwischenzeit. Ich guck mal kurz in die Zeitung. Wir sind auf Platz 15. Unsere Koalition ist auf Platz 3 hier gewesen. Und die Statistiken zeigen die mächtigsten Armeen der Welt. Wenn der mal hier nicht gerade umgesprungen wäre, könnte ich das euch gleich zeigen. Ich hoffe, der macht es gleich. Ja, da sind wir auf Platz 12. Wie viel da waren wir da vor ein paar Tagen? Da waren wir auf Platz 8. Also wir haben ein bisschen nachgelassen. Wir haben tatsächlich auch nicht so viel gebaut. Ja, an schweren Kriegsgeräten. Wir haben eher versucht, die Provinzen ein bisschen auszubauen. Ich sehe gerade, ich habe auch jede Menge Zeug noch übrig. Also ich müsste gleich mal in die Provinzverwaltung gucken. Mal ein bisschen ausbauen hier. Gucken wir mal, wo müssen wir denn ausbauen? Hier wird auf jeden Fall Fabriken und so weiter, genau. Passt. Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Doch, eine Eisenbahn ist da. Ich mache erstmal den Hafen fertig hier. Und auf die Fabriken direkt mal reinklatschen. Und hier mache ich auch den Hafen. Häfen natürlich ganz wichtig hier in diesem Inselreich sozusagen oder beziehungsweise dieser Seemacht, die wir ja spielen, in dem Endeffekt brauchen wir jede Menge Häfen natürlich. Und außerdem, das bringt ja nicht nur Moralbonus, sondern auch mehr Ressourcen und so weiter. Und wir können schneller ein- und ausschiffen. Deswegen ist das immer wichtig, dass man das nicht vergisst und auch immer die Häfen baut. Und ich mache meistens die Häfen zuerst. Jetzt habe ich aber erstmal kein Holz mehr. Ich mache mal hier ein bisschen mehr auf Holz. Wir haben inzwischen eine Produktion von 3384. Kann ja gleich nochmal kurz gucken, ob ich irgendwie was auf dem Rohstoffmarkt günstig erwische oder eventuell was verkaufen kann. Jawohl, ich kann ein bisschen Nahrung verkaufen. Fisch für 1 lohnt sich nicht. Und hier kann ich ein bisschen günstiges Eisen holen und auch ein bisschen Holz noch. Und dann haben wir schon wieder kein Geld mehr. Öl werde ich nicht verkaufen, das ist mir zu wertvoll. Wir haben heute ein bisschen Kohle gekauft. Das machen wir jetzt noch ein bisschen, weil hier wieder was Günstiges drin ist. Jetzt haben wir aber tatsächlich wirklich kein Geld mehr. Okay, dann lassen wir es mal so laufen. Und wie ihr seht, sind wir bei Öl immer noch am Maximum. Dafür ein bisschen minus halt in Kohle, damit wir mehr Gas produzieren und eben mehr Öl. Ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt so sehr. Ich kann sogar ein bisschen mehr auf Gas gehen, dafür weniger in Kohle. Und hier schaut das ganz gut aus bei Holz und bei Materialien zwischen 3384 und bei Nahrung sind wir nach wie vor im Plus. So, jetzt habe ich auch ein bisschen Holz wieder gesammelt. Das heißt, ich könnte theoretisch wieder weiter ausbauen. Schauen, ob ich hier irgendwie. Ja, hier werde ich aber die Fabrik erstmal lieber in die Wege setzen, dann den Hafen, weil wir jetzt. Sonst unser ganzes Holz wieder weg ist demnächst. Hier erst einmal. Ach, Kassenne habe ich schon deaktiviert. Sehr gut. Erst soll die Fabrik fertig gebaut werden. Und dann vielleicht die Eisenbahn. Und dann machen wir später Fabrik Level 4. Und so weiter. Und ja, gehen wir mal wenigstens die Holzprovinzen schon mal durch. Ups, war jetzt ein Klick zu viel. Und hier nochmal. Und dann muss ich dann morgen oder später im Laufe des Abends dann nochmal schauen, ob ich hier noch mehr in die Wege setzen kann. So, hier wird ordentlich geballert, wie ihr seht. Wir greifen hier gerade die Provinz Birdsville an. Die Festungen haben wir schon runtergeschossen. Er hat noch eine einzige Arti und 119.000 Mann und einen schweren Panzer da. Hat 119.000 schon verloren und 5 Artis. Lustigerweise 119 und 119. auf jeden Fall hat er nur noch eine Arti demnächst. Kann auch nicht mehr zurückschießen. Hat uns hier 10 Männer weggeschossen. Wir verstärken aber diese Armee demnächst mit einer weiteren Art, die mit ein paar einzelnen Männern. Hier nochmal 6 Männer, da nochmal 72.000 Mann, da kommen nochmal 66.000. Das heißt, wir haben hier dann ordentlich Manpower. Ich habe ihn halt tatsächlich angegriffen, weil ich hier 33 Artis gehabt habe und der hat insgesamt nur 6 gehabt, glaube ich. Oder? Ja, genau. 15 down und einer ist noch da. Das heißt, er ist bald schutzlos hier an dieser Stelle. Hier hat er tatsächlich auch nochmal 4 Artis und 30.000 Mann. Und ich rücke hier aber auch schon vor mit 13 Artis immerhin. Und die werden wahrscheinlich erstmal hier diese 4 Männer anschießen. Dann hier diese People. Und da kommen nochmal
zwei Artis nach und jede Menge gut moralisierte Männer oder einigermaßen gut moralisierte. Hier ist auch nochmal eine Arti-Armee gelandet mit 43.000 Mann und einem schweren Panzer. Wir werden das hier verstärken, dann werden wir hier auch ordentlich durchbrechen. Und dann werden wir unser Land hier so miteinander zusammenschließen. Ich habe mich entschieden, hier nicht weiter vorzudringen. Ich wollte das dem Kollegen in Südborneo lassen. Habe ihm auch schon gesagt, der kann ruhig alles schnappen. Ich wollte hier nur ein bisschen mit den Artis ein bisschen die Provinzen runterballern, damit der weniger Verstärkung hat und weniger, damit die auch die Moral ein bisschen verlieren und so. Und ja, und hier bin ich überall am Vordringen. Hier habe ich auch nochmal 5 Artis. Die holen sich jetzt hier die Provinz in Kuna Mela. Ich habe vergessen, die Panzerwagen schon mal vorzuschicken, damit wir ein bisschen das Stündchen eher landen. Wie ihr seht, die brauchen nur 5 Stunden. Die sind aber in knapp 2 Stunden da. Das heißt, dann können sie sich dann auch schneller bewegen. Dann können wir weiter vordringen. Ja, die anderen Spieler sind jetzt inaktiv geworden von dieser Koalition. Es sind tatsächlich nur noch die 2 Spieler da. Sterling, der wehrt sich auch noch ganz stark. Der hier in Port Macquarie haben wir versehentlich irgendwann mal Port Macquarie heißt der. Den haben wir versehentlich mal angeschossen. Deswegen habe ich den auch hier direkt angegriffen, nachdem ich gesehen habe, dass er sich an unserer Grenze hier gesammelt hat. Und ja, ansonsten sind wir weiter am Vordringen. Ich greife hier auch schon mal die Provinz in Miles an. Da sind nur 2 People drin. Kommen 10.000 Mann plus die 22.000 und deine Panzerwagen kommen dann da rein. Der kann auch dann direkt dahin gehen. Und hier an der Küsten haben wir überall so ein paar Schiffchen immer die nachgespawnten Männer runterballern. Und die Hauptstadt ist schon seit längerer Zeit frei. Hier hat er ja ein Schlachtschiff. Den haben wir dann runtergeballert mit so einem Kreuzern und mit so einem Schlachtschiff. Hat da ein bisschen Damage gemacht bei uns, aber das heilt ja jetzt nach und nach. Und hier im Süden haben wir tatsächlich einen Kreuzer verloren, weil er irgendwo eine Arti drin gehabt hat. Deswegen fahre ich jetzt mit dem Schlachtschiff hier die Küste jetzt ab und werde versuchen, alles hier zu zerballern. Könnte sogar in Adelaide demnächst landen, mache ich jetzt noch nicht. Erst wenn hier alles runtergeschossen worden ist von Artis. Ich glaube, ich werde diese Armee hier auch mal so bilden. Diese Flotte auch mal so ein bisschen in die Gegend schicken und zwar auch so rum. Aber die sollen hier alles runterballern. Hier waren noch 2 Kreuzer von von Kainz waren die noch, genau, die habe ich mit den U-Booten hier platt gemacht. Und die U-Boote erkunden hier so die Gegend so ein bisschen immer. Ja, dadurch, dass hier alles inaktiv ist, bis auf die 2 Spieler. Oh, der ist jetzt auch inaktiv geworden, sehe ich gerade. Okay, vergesst es. Der ist inzwischen auch inaktiv geworden. Also ist nur noch der hier aktiv, sollte Australien eigentlich kein Problem mehr sein. Ich hoffe, dass da niemand landet in der Zwischenzeit. Ja, was gibt es denn noch so hier? Wir haben einen neuen Kollegen hier dazu gekriegt und zwar West Venezuela. Da gab es viel Stunk in der Zeitung wegen Goldmark-Using von den Warbirds oder von ihm. Keine Ahnung, was da wirklich war. Ich habe mal vor vielen Tagen schon vorgeschlagen, ob wir den nicht aufnehmen wollen, weil der noch alleine war, ohne Koalition. Wie ihr seht, ist er hier auch vertreten in den Bestranglisten, hat 151 Provinzen und ja, und dann wurde er gestern aufgenommen. Es war eigentlich schon länger her, wo wir das diskutiert haben, aber naja, er wurde auf jeden Fall trotzdem aufgenommen. Kalabrien hat 419 Provinzen inzwischen, Elfenbeinküste 313, Tunesien 306. Ich glaube, Tunesien oder Elfenbeinküste, einer von beiden hat eh schon angedeutet, dass er jetzt ziemlich nach Australien und Afrika kommen will, Asien kommen will. Da ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie dann irgendwann anlanden bei uns. Da muss man jetzt schnell Australien erobern und in Asien weiter vordringen, dass wir stärker werden und dass wir da einigermaßen vorbereitet sein können. Wobei wir gegen die Warbirds an sich geschlossen keine Chance haben, das weiß ich jetzt schon. Jedenfalls sind wir immerhin schon bei 117 Provinzen gelandet. Kommt der Top-Rangliste langsam immer näher. Wenn wir Australien erobert haben, sollte das, ja, da sollten wir auf jeden Fall dabei sein. Finnmark ist tatsächlich deren schwächster Spieler, den haben, also von den Warbirds, den haben wir jetzt inzwischen überholt. Guangdong hat auch schon 99 Provinzen, Südborneo hat schon 92, The Red Killer von Ost-Heilongjiang, der auch noch recht frisch bei uns ist, hat 124, Malaysia, Dalvis hat 63 und Palembang hat 45. Allerdings sind unsere Kollegen hier gut auf dem Vormarsch. Wie ihr seht, ist hier noch sehr viel aktiv und inaktiv in Südamerika. Sind noch einige aktive Spieler da, aber der hier ist inaktiv, zum Beispiel der hier auch. Gegen wen führt denn West-Venezuela überhaupt Krieg? 5 Länder. Elfenbeinküste und Southern Mauretanien. Okay, das ist dann nur eine Frage der Zeit,
Bis die hier landen wollen, oder ich glaube, der ist schon irgendwo was gelandet worden. Ja, Südmauretanien ist schon da, sehe ich gerade, kämpft gerade gegen Hieronymus. Okay. Ich glaube, Nordamerika wird wahrscheinlich eher mit denen hier zusammenspielen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil Münster war ja ursprünglich am Warbird oder ist sogar in der Allianz von Warbird drin oder von den Warbirds. Aber er hat sich der Koalition hier angeschlossen, wahrscheinlich damit irgendein anderer Spieler Platz 1 wird. Und ja, der Großteil von Nordamerika ist inaktiv eben und Chilcat ist hier alleine, wie ich gerade sehe. Wie viele Provinzen hatten der eigentlich? 126 ist auch gut dabei. Allerdings ist er in der Koalition ganz alleine. Der Koalition Front, Zott, was auch immer. Und die Beschreibung ist auch mega sui. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall ist hier alles inaktiv und unsere Kollegen hier, ja, die haben eventuell einen Pakt geschlossen. Das haben die mit den Kollegen hier aus dieser Allianz hier, Sibirien Mitte, die auch fast vollständig sind. 6 von 7 Mitglieder gibt es da. Die wollen mit denen eventuell einen Pakt machen, damit wir uns gegen Warbirds hier einigermaßen verteidigen können. Mal schauen, was draus wird. Koalitionstechnisch sind wir jetzt, nachdem Mauretanien uns, ne, nicht Mauretanien, Entschuldigung, Venezuela sich uns angeschlossen hat, sind wir auf Platz 2 gelandet. Allerdings NWO hat noch einen Platz frei und Sibirien Mitte ist weit abgeschlagen. Also ist aber immerhin die viertstärkste Koalition auf der Welt. Das heißt, eventuell können sie uns ein bisschen helfen, uns gegen hier zu verteidigen. Aber ehrlich gesagt sehe ich da langfristig keine Chance. Ich weiß, wir Spieler ja sehr egoistisch sein können und ich weiß nicht, ob hier das wirklich alles mit rechten Dingen zugehen wird, wenn wir uns gegen die verteidigen müssen. Mal schauen. Jedenfalls sind unsere Kollegen hier weiter am Angreifen. Palembang greift hier gerade mal diese KI hier an, damit er auch ein bisschen größer wird. Das wird uns gut tun. Osthailong Yang greift Rhodos an oder wen greift er an? Ne, Südtibet hat er noch als Gegner. Südtibet ist aber doch. Ja, der ist doch schon fast weg. Das ist der hier, genau. Der hat hier die paar Provinzen. Sollte auch nur eine Frage der Zeit sein. Allerdings greift er hier gerade tatsächlich hier Ordos an. Ich glaube, das ist ein inaktiver Spieler, wenn ich das richtig sehe. Oder? Ja, sehe ich gar nicht, weil er keine Hauptstadt mehr hat. Ich gehe mal davon aus, dass er inaktiv ist und dann wird er sich auch ein bisschen vergrößern. Die sollen sich alle mal vergrößern hier und alle mal eine Frontlinie aufstellen gegen die Warbirds. Und wir versuchen dann weiter in Australien zu erobern und gucken mal kurz auf unsere Statistik. 9,05 Kill Death Rate, 1719 Kills, 190 Tode, 1,2 Millionen Einheiten haben wir inzwischen. Und ja, schaut ganz gut aus. Ja, wie lange wir Australien halten können, ist eine gute Frage. Vielleicht werde ich meine Hauptstadt später hierhin verlegen. Mal gucken. Ich wollte euch mal kurz das Update geben, weil wir jetzt wieder einen Tag verpasst haben. Und ja, wollt mal wissen, was hier so abgeht. Ich werde mal hier einen Fesselballon mal ein bisschen weiter rüber schicken, damit wir sehen, wenn eventuell irgendwas hier aus irgendwelchen anderen Gebieten ankommen sollte. Muss man meine Sichtlinie ein bisschen verstärken und auch mal ein bisschen mehr Fesselballone wieder bauen. Ich hoffe, ihr denkt da dran. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.